Agni gegen Valera. Seid auf der Hut. Für Kasmodan! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von Hearthstone. Oder Let's Compete, wie es hier irgendwie heißt, glaube ich. Ich behalte das mal so auf der Hand, weil das sieht gar nicht schlecht aus. Damit kriege ich zumindest am Anfang ein bisschen was weg. Das ist okay. Auch wenn ich natürlich wirklich unglaublich gerne die Münze hätte, aber dann halt nicht. Puh. So, wird mal wieder Zeit, ein paar Knöpfchen zu drücken. Das war nichts. Okay, was haben wir denn bekommen? Ich erkenne noch gar nichts. Ich erkenne es immer noch nicht. Das ist ein Apfel? Birne? Birne! Das ist eindeutig eine Birne! Leute, was anderes kann das gar nicht sein. Okay, nee, wir gucken erstmal, was wir ziehen. Ich spiele dich. Das ist für den Anfang ganz gut. Und dann muss ich mal schauen, was ich mache. Viel Schaden, hoffentlich. Gut, okay. So viel Zufall war da jetzt ja nicht, wenn er treffen mag. Jetzt bitte die War Axe, das wäre cool. Nee, leider nicht. Verwundet +3/+3 ist natürlich cool. Ich mache aber... nee, Moment. Das macht 2 Schaden. Damit könnte ich... Doch, ich mache das. Du kriegst den ab. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, du bist weg. Und das war's. Wir haben zwar das eine Mana nicht benutzt, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so arg. Behaupte ich mal. Mal gucken, wie lange er überleben wird. Ich möchte bitte die Axt ziehen. Ich meine, das ist schon mal gut, dass ich den habe. Das hilft mir gegen verschiedene andere. Ja, geht auf mich. Vollkommen okay. Na dann. Oh, schön. Dann kann ich jetzt wenigstens tun, als hätte ich den gerade eben erst jetzt sinnvoll gezogen. Mach den schnell weg. Perfekt. Und ich glaube... Möchtest du das auf meinen machen? Eigentlich nicht. Das ist so ein schönes Kombo-Stück. Ich mag es ungern verballern. Ich greife dich direkt an. Okay, drücken wir nochmal das Knöpfchen. Und drücken mal ein paar Hebel. Den Stiefel wollen wir nicht. Ich sagte, den Stiefel wollen wir nicht. Wir wollen etwas ganz Tolles anderes. Das ist bestimmt jetzt ein rechter Stiefel, das andere war ein linker. Eins, zwei. Yay! Wir machen Quatsch, ich mag das. Okay, ja, dich habe ich auch im Deck. Dich habe ich noch nicht einmal gezogen, glaube ich. Habe ich dich im Deck? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. 4, jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich könnte ihn natürlich wegschmeißen, indem ich... +3/+3 auf ihn mache. Das wäre interessant, aber ist es das wert? Ich weiß es gerade nicht. So viele Möglichkeiten. Ich meine, verkehrt ist es nicht, ne? Ich spiele das mal dich. Und ja, ich mache auf dich +3/+3. Greif dich an. Greif dich direkt an. Und beende den Zug. Ich weiß nicht, ob das ein sinnvoller Zug war. Es ist ein wichtiges Kombo-Stück, ja, ich weiß. Es macht auch 6 Schaden letzten Endes, wenn ich es an den da ransetze. Aber ich weiß nicht, ob das nicht so richtig war. Ah, ich habe keine Ahnung. Ihr kennt meine Bitte. Wenn ihr mir sagen könnt, was richtig und was falsch in diesem Moment ist, dann könnt ihr das ruhig sagen. Ich lese mir das durch und versuche es immer umzusetzen. So, sehr schön. Gut, dass wir die Eule haben. Wir könnten dich damit umgehen. Das werde ich mir aufheben. Die Frage ist, ob ich damit direkt angreife. Mache ich das? Er wird wahrscheinlich nicht. Wird er? Ich weiß nicht. Nee, ich gebe mir erstmal Rüstung. Dann bringe ich dich zum Schweigen. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen Stress mit sowas. Okay. Dann muss er jetzt irgendwie reagieren. Und ich glaube, ich kriege den 5-4er trotzdem noch irgendwie weg. Mal gucken. Ich glaube, ich krieg's weg. Eure Magie wird euch nicht retten. Ah, ich zieh an. Zum Schweigen gebracht. Okay. Ja, das ist auch okay. Oh, und du gibst mir eine Karte. Schön. So.
So, 1, 2, 3, 4. Dich kriege ich damit an sich weg. Ich greife mal kurz an. Okay. Ich glaube, ich spiele den Wirbelwind. Ich greife mit dir einmal an. Spiel dann den Wirbelwind. Bäm. Zieh ganz viele Karten. Sehr schön. Okay. Zieh nochmal ganz viele Karten. Jetzt lohnt sich's. Das ist unglaublich fantastisch. Oh, das ist wirklich ziemlich geil. Okay, Moment. Ich habe ziemlich viele gute Stücke für eine Combo auf der Hand. Das ist fantastisch. Dich mache ich erstmal kurz weg. Ja, so. Dann greife ich dich noch an. Dann greife ich dich direkt an. So, ist das Board erstmal clear. 7. Ich greife im nächsten Zug an. Ich mache im nächsten Zug an schon drauf. Das könnte reichen. Okay. Ja, gut, okay. Nervig. Wir müssen auf 8 Angriff kommen. Dann haben wir ihn besiegt. Er ist ein Meister der Magie. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, wir haben es. Ja, wir haben es. Gut gespielt. Warte, haben wir erstmal genug Mana? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ja. Das war, na gut, egal. Macht nicht. Einmal noch das. Du hast noch Leben, ne? Ach, das ist egal. Okay. Gut. Fein. Nun denn, das lief gut. Das war schön. Yay, aufgestiegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elig. Bye. Yay, Geld. Thank you.